nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Dass du gefallen bist oder dass dir den Fuß gestellt wurde, da kannst du vielleicht nichts dazu. Aber du bist selber schuld, wenn du nicht mehr aufstehst. Er hat dir ein Leben gegeben, das du ans Ziel bringen musst. Wir sind auf dem Weg der Meisterschaft für unser Leben. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir sind Sieger, weil einer für uns gesiegt hat. Es ist Jesus Christus. Ich möchte heute anhand dieser Meisterschaft, die Meisterschaft unseres Lebens, euch ein bisschen näher bringen. Und da sehen wir schon, Paulus hat das als Meisterschaft bezeichnet und hat es als Wettkampf bezeichnet. Und in 1. Korinther 9, Vers 24 steht: Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Wir wissen, der eine hat den Siegespreis bekommen, Jesus Christus. Und dieser Siegespreis ist für dich, ist für jeden von uns. Und wir haben eine Meisterschaft zu laufen und können nicht einfach sagen, ich habe den Preis, und legen uns schlafen und sagen, alles wird irgendwo gut werden. Ich möchte das anhand der letzten Weltmeisterschaft erklären, die ja für unser Land ein bisschen besonders gelaufen ist. Aber es ist eigentlich ein Bild auf unser Leben. Die Mannschaft ging ins Spiel, ins erste Spiel als Weltmeister. Und wenn man Weltmeister ist, wenn man Christ ist, meint man manchmal, was kann mir schon passieren? Und sie gingen in das Spiel und wir wissen, das erste Spiel, es war gegen Mexiko, bittere, bittere Niederlage, 0-1. Und die ganze Nation war traurig. Was dann aber eingesetzt hat, wie im richtigen Leben, eine Welle von Demotivation. Die ganzen Kommentatoren, die ganzen Schreiber, sie haben geschrieben, wie schlecht alles ist und der Trainer hat Fehler gemacht und das ist falsch und wir haben schon immer gesagt, das ist auch falsch und so und so und hätte der so gemacht und dann hat man so viel Geld reingesteckt und so weiter und alles ist schlecht, bis zum Gipfel dann ein Reporter die Rückflugkarten als Muster oder als Beispiel überreicht hat, dass sie doch heimfliegen sollen. Kennt ihr das auch von eurem Leben? Solche Leute, die euch sagen, dass ihr nichts taugt, dass ihr alles falsch macht und ihr sagt doch, ich bin doch ein Christ. Dann ging es weiter, es kam das zweite Spiel. Die Mannschaft war so demotiviert. Ich habe einen Spieler im Fernsehen sagen hören, überall bekommen sie nur negative Nachrichten, das wirkt auf einem. Und ich nehme an, der Trainer hat die ganze Mannschaft wieder motiviert, was er nur konnte. Sie gingen beim zweiten Spiel auf das Spielfeld und waren recht gut motiviert, bis dann dem Groß ein Fehler unterlief und es gab ein Tor, was ein Deutscher verursacht hat oder mitgeholfen hat sozusagen oder die Vorlage dazu gegeben hat. Was für eine Schande für einen Spieler, der so viel Demotivation schon erlebt hat, der eigentlich die Hoffnung für Deutschland war, eine der vielen, eine Hoffnung für Deutschland, dann war er bestimmt auch sehr teuer. Ja. Und die Motivation, die sank wie, man hat schier einen Stein fallen hören. Die Mannschaft war auf einmal
komplett demotiviert. Dann die Moderation, ja, was die alles falsch machen und so weiter. Und hätte der, und da müsste doch aufpassen. Und jetzt sind sie so teure Leute und so gecoacht und so weiter. Und dann sind sie so und nur, und wir werden verlieren, wir werden und das und jenes. Und die Weltmeisterschaft ist rum und tralala. Und sie müssen heim und richtig demotivierend. Dann kam die zweite Halbzeit. Die waren wieder ein bisschen motiviert. Und in der 48. Minute fiel dann ein Tor und das hat das ganze Spiel umgedreht. Der Moderator hat auf einmal gesagt, ja, jetzt schaut mal und das machen Sie gut und das machen Sie gut und das ist nicht so schlimm, aber das machen Sie gut und jetzt auf und Sie können es noch erreichen, Sie können zwar nicht das erreichen, aber das können Sie erreichen und drauf und dran und drauf und dran und es war und man hat richtig gesehen, wie die Spieler auf einmal wieder motiviert waren und auch das Publikum war wieder motiviert und dann gab es die rote Karte. Ein Spieler musste raus. Ja, so knapp, so heikel und dann nicht mit der vollen Mannschaft. Und wir wissen, nahezu in letzter Sekunde hat dann der Gross, der die Niete war vom Spiel, hat praktisch mit seinem Tor zum Sieg verholfen. Alles hat gejubelt. Und ihr Lieben, ich möchte das so darstellen, es war wirklich Gnade. Im biblischen Sinne für unser Leben, das als Bild für Gnade. Der Fußballfan sagt vielleicht Glück gehabt, hat es gerade noch irgendwo geschafft. Und ihr Lieben, so ist auch unser Leben. Wir können nichts dazu, dass wir gewonnen haben. Denn Jesus Christus hat für uns gewonnen. Wir waren und sind manchmal die Nieten im Spiel. Stimmt's? In unserem Leben. Wir schaffen es manchmal nicht. Wir tun manchmal uns selber im Weg stehen. Habe ich sehr viel Erfahrung. Ich bin absolut kein Sportler und schon gar kein Fußballer. Aber in der Schule muss man Fußball spielen. Ich stand mir selber im Weg. Und schon viel mehr auch meinen Kameraden. Ich stand immer so günstig, dass man mich angeschossen hat und es war ein Eigentor. Ich musste gar nichts tun. Ich stand genau dort, wo das Eigentor gar kein Thema war. Einfach ein Schuss auf mich und zack, zack, war es im Tor. Ja, ich habe mich da nicht sehr beliebt gemacht bei der Mannschaft und so durfte ich doch sehr oft die Reservebank besetzen und zuschauen, was mir aber in dem Fall auch lieber war. Aber so ist es manchmal auch in unserem Leben. Wir sind manchmal solche Nieten. Wir sind manchmal so schräg drauf und es funktioniert einfach nicht. Und ihr Lieben, der Herr hat zu uns gesagt, nimm dein Leben in die Hand. Nimm dein Leben in die Hand. Und ich möchte es anhand diesem Fußball euch erklären. Nimm dein Leben. Und er hat dir ein Leben gegeben, das du ans Ziel bringen musst. Nicht den Ball ins Tor, das ist heute die Symbolik. Nimm dein Leben und bring es ins Ziel. Und auf diesem Weg zum Ziel gibt es so viel auf dem Weg, was im Weg liegt. Kennt ihr das? Wem ist schon mal was im Weg gelegen? Manchmal ist eine Krankheit, manchmal sind es finanzielle Nöte, manchmal fehlt der Job, es liegt irgendwie etwas im Weg. Aber wir sind auf dem Weg der Meisterschaft für unser Leben. Und du musst nicht den anderen ins Ziel bringen, jeder ist für das Ziel selber verantwortlich. Du musst dich ins Ziel bringen. Und wichtig ist, dass du ein Ziel hast. Wenn wir heute kein Tor aufstellen würden, oder stell dir vor, auf einem Fußballfeld, die kommen alle gut trainiert, die Deutschen und die Schweden waren es ja da, kommen gut trainiert und dann Anpfiff und dann schaut jeder keine Tore.
Und dann spielen sie, und wo sollen sie hinspielen? Zum Eckpfosten oder zum Mittelstürmer oder zum Publikum? Und ihr Lieben, viele Christen sind unterwegs auf einem Spielfeld, das keine Tore hat, das kein Ziel hat. Kennst du das Ziel? Und auch in deinem Leben gibt es ein Ziel, wo du vor Augen haben musst zum Gewinnen, und hinter dir ist das Ziel zum Verlieren. Das, was der Feind möchte. Verlieren, Eigentore, alles geht nicht mehr. Und manche, die sehen nur das gegnerische Tor, also wo man verlieren kann. Und ihr Lieben, ich sag dir, habe ein Ziel vor Augen. Habe ein Ziel vor Augen, sonst kannst du nicht gewinnen, sonst kannst du ein Ziel nicht erreichen. Wer sein Ziel nicht kennt, kann nicht auf dem Weg zum Ziel sein. Stimmt's? Ja, dann gibt's die Zuschauer. Wisst ihr, das sind die Intelligentesten im ganzen Spiel, meint man. Die stehen da und schauen dir zu und schauen dem Spiel zu. Wisst ihr, da eine Cola-Dose in der Hand, da eine Bratwurst und so. Versteht ihr, schauen dir zu. Ach, schieß doch, mach doch, renn doch, auf geht's, tu doch, du bist und ganz derbe Wörter, die wollen wir heute nicht in den Mund nehmen. Kennt ihr das auch in eurem Leben? Manchmal ist der Nachbar, manchmal Verwandte. Du solltest tun und du als Christ, du müsstest doch auf jeden Fall das oder jenes tun. Ihr Lieben, die meisten Zuschauer haben keine Ahnung vom Spielen. Die meisten, die dich irgendwo maßregeln oder sagen, tu das und tu jenes und du hast hier falsch getan und du warst da falsch angezogen und da hast du dich falsch benommen, die wissen selbst für ihr eigenes Leben nicht, wo es lang geht. Lass dich von den Zuschauern deines Lebens nicht beeinflussen, sondern habe das Ziel vor Augen. Und unser Ziel, heute sehen wir dieses Fußballtor, aber unser Ziel ist das, den Sieg des lebendigen Gottes. Stimmt's? Und es wird oftmals von dem Fußballgott geredet. Ja, ihr Lieben, alles ist ein Gott, der eine größere Priorität hat wie unser lebendiger Gott. Besser gesagt, alles ist ein Gott, der die meiste Priorität hat. Und wenn dein Gott die meiste hat, ist es dein Gott. Wenn der Fußball die Priorität hat, ist es der Gott. Aber ich rate dir zu dem Gott. Und das ist das ganz, ganz Wichtige. Ja, was gibt's noch im Fußball? Ihr Lieben, Fußball gibt's das Foul. Ja, wie auch im richtigen Leben. Man stellt oder man bekommt das Bein gestellt. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass man dir das Bein gestellt hat, das Bein während deines Lebensweg zum Ziel hin, wo man dir und du bist am Boden. Du hast die Nase gebrochen wegen dem Spiel und sagst vielleicht, ich spiele nicht mehr. Wenn das alles so ist, wenn die so mit mir umgehen, dann spiele ich nicht mehr. Du setzt dich beleidigt in die Ecke und sagst, nein Gott, das Spiel, das mag ich nicht. Wenn die Fußballspieler in einer WM nach dem ersten Foul gehen wird und sagen, das tut so weh, da gehe ich raus. Die können wir nicht brauchen, stimmt's? Aber sind wir nicht so drauf, dass wir in unserem Leben dann sagen, oh Gott, das hat mich jetzt so verletzt, das, was der jetzt gesagt hat, oder die hat mich nicht gegrüßt, wie hat mich das verletzt, wisst ihr, all die Fouls in unserem Leben, oh Gott, Gott, lass mich einfach in der Ruhe. Nein, er sagt, steh auf und geh weiter.
Und ihr Lieben, wir sind so gerne dabei, dass wir praktisch am Boden liegen, Ich wollte es mal vormachen, wisst ihr, so am Boden, gefault am Boden liegen und haben unsere Mitjammerer, die auch am Boden liegen. Ach ja, ach, dir geht's auch so schlecht. Also, aber mir geht's viel schlechter. Mich, weißt du, das linke und das rechte Bein, dir nur das rechte Bein. Und ja, und du auch, ja, ich bin schon 35 Jahre am Boden. Ach du Armer, du bist so arm dran. Und wisst ihr, und dann bleibt man am Boden liegen. Und während man am Boden liegen bleibt, auf der Vielfalt des Lebens, versteht ihr, sich hinlegt und sagt, ach ja, schau mal, Esoterik, auch schöne Farben, könnte man sich auch mal mit beschäftigen. Ja, also das ist ja, und ihr beschäftigt euch auch damit, können wir auch mal ausprobieren, weil ich bin jetzt richtig gefallen und es tut alles so weh. Und ach, Okkultismus, auch ein schönes Schwarz, habe ich schon gehört, da bewegt sich auch was, das ist krasse Sachen passieren da, aber es fühlt sich schlimm an, aber mir reicht jetzt alles, ich probiere was Neues. Und New Age und was alles, wow, dann hat man das Ganze herumliegen. Und ich sage dir eines, dass du gefallen bist oder dass dir den Fuß gestellt wurde, da kannst du vielleicht nichts dazu. Aber du bist selber schuld, wenn du nicht mehr aufstehst. Wenn du nicht mehr aufstehst, dann kann dir Gott auch nicht weiterhelfen. Du musst sagen, ja, ich stehe wieder auf. Ich stehe wieder auf. Und all dieses Zeug, wisst ihr, von der Perspektive ist das alles viel kleiner. Und sagst du, ja, alles okay, seid arme Leute, aber auch ihr könnt aufstehen. Und ihr Lieben, jammert nicht mit denen, die im Boden liegen. Wenn man eine WM sieht, dann würden praktisch das ganze Spielfeld würde voll liegen mit jammernden Fußballspielern. Und die jammern, oh, der hat und mein Schienbein und das und jenes. Wisst ihr, die Profifußballer, die sind manchmal sowas von verletzt und kaputt, aber wenn sie noch einigermaßen stehen können, spielen sie weiter. Und so sollten wir auch im christlichen Leben unterwegs sein. Das Leben in die Hand nehmen und nicht irgendwo die große Vielfalt suchen, sondern das nimm dein Leben in die Hand und geh ins Ziel oder Richtung Ziel, sei unterwegs. Und ihr Lieben, mein lieber Großvater, der hat gesagt, als er Fußballspiel gesehen hat, sagt er, gib doch jedem seinen eigenen Ball und die streiten immer miteinander. Und genau so sind wir Christen manchmal unterwegs. Da gibt es die Religion, dann gibt es die Religionsrichtung und dann gibt es die Religionsrichtung und noch eine Religionsrichtung. Ach, wo soll ich denn heute hin, in welche, ich meine jetzt nicht Gemeinde, nicht christliche Gemeinde, sondern versteht ihr, dann gibt es die Entspannungsreligionen und dann gibt es die mit anderen Göttern, ja, das, die sind auch und dann ist man unterwegs und ihr Lieben, mit so vieler Auswahl hast du kein Ziel mehr, sondern nur die Vielfalt. Und wir leben in einer Zeit, wo die Vielfalt sehr groß geschrieben wird. Aber ich sag dir, du hast ein Leben und es gibt ein Ziel. Und dieses Ziel sollen wir erreichen und können auch erreichen. Nutze dein von Gott gegebenes Leben. Nutze es, nutze dein von Gott gegebenes Leben und bring es ins Ziel. Ha. So vieles möchte dich von diesem Ziel abbringen. Ihr Lieben, wo der Torwart, der vor dem Ziel steht, wisst ihr, auch der Feind, der schaut, dass du ja nicht reinkommst und dass ja nicht
dein Leben ins Ziel reinkommt. Ich sage dir, lass dich nicht täuschen. So wie wir das Beispiel haben von Gross in letzter Sekunde. Ich habe gesehen in der Zeitlupe, der Ball hat sich gedreht in einer Kurve und ist genau ins Tor. Wenn du ins Ziel möchtest, es ist reine Gnade und Gott schenkt dir die Gnade, dass du reinkommst. Gott schenkt dir die Gnade, dass du reinkommst. Und ihr Lieben, das ist wichtig. Und ihr Lieben, wenn wir sehen, die Pharisäer zu Jesu Zeiten, sie waren eigentlich vor dem Ziel gestanden der Leute und haben gesagt, wenn du diese Regel nicht einhältst, am Sabbat darf man nicht heilen, das darf man auch nicht und man darf das nicht und das darf man auch nicht und das darf man auch nicht. Und ihr Lieben, wir glauben nicht den Pharisäern, sondern wir glauben Jesus. Und ihr Lieben, alle religiösen Regeln, die die Menschen aufgestellt haben, hat Jesus einfach beiseite gelegt und hat gesagt, ich helfe dir, ich segne dich, ich rette dich, ich heile dich. Hat das alles getan, ohne die menschlichen religiösen Regeln einzuhalten. Und ich sage dir, laufe nicht einer Religion nach, denn keine Religion bringt dich ans Ziel, sondern nur Jesus. Nur Jesus bringt dich ans Ziel. Und das ist das Wunderbare, ihr Lieben, dass wir da ins Ziel kommen dürfen. Du bist, wenn du das Ziel Jesus vor dir hast, vom Verlierer zum Sieger geworden. Vom Verlierer zum Sieger. Ihr Lieben, ist das nicht wunderbar? Vom Verlierer zum Sieger. Wer möchte das sein? Vom Verlierer zum Sieger. Du bist zum Sieger geworden. Der Siegespreis hat nicht derjenige, der dich gefault hat, der dir gesagt hat, ach ja, mach's nicht so doll. Der Siegespreis hat nicht der, der dich verleumdet hat, ihr Lieben, sondern, ihr Lieben, der Siegespreis hat der, der im Ziel angekommen ist. Und ich sage dir, nimm dein Leben in die Hand. Ins Ziel kommt auch nicht der Zuschauer. Es gibt so viele christliche Zuschauer. Ihr Lieben, ich sage euch, ihr sitzt heute hier als Audienz. Hier sitzt ihr da sozusagen als Zuschauer, aber ihr habt nachher wieder die Gelegenheit, Richtung Ziel zu gehen. Und ich sage dir, sei nicht Zuschauer auf dem Weg des Lebens, sondern sei der Spieler. Und schau nicht nach den vielfältigen Dingen, die in deinem Leben rumliegen, wo du sagst, ich muss mal ändern. Jetzt ist eine neue Zeit, ich muss mal die Farbe wechseln. Und du willst dein Leben mit diesem, ja, mit dem Zusatz auch ans Ziel bringen. Wisst ihr, was ein Schiedsrichter pfeifen würde, wenn der Spieler sagt, okay, zwei Bälle, einer trifft wirklich und er wirft beide ins Tor? Zählt das? Es zählt nicht, sondern es zählt, wenn du dein persönliches Leben ins Ziel bringst. Und Gott möchte dir dabei helfen. Lass dich nicht entmutigen. Es gibt so viele Dinge, die dich entmutigen. Vielleicht der Bericht von deinem Arzt, wo dich entmutigt. Oder irgendwelches blöde Geschwätz, wo dich entmutigt und sagst, ja, also wenn die alle so sind oder wenn man das so machen muss oder wenn die so steif oder so locker oder so fröhlich oder so traurig oder was auch immer, wenn die so drauf sind, dann will ich nicht. Ich sag dir, es dreht sich um dein Leben. Wie in der Weltmeisterschaft. Es dreht sich, wer gewinnt. Ob jemand den Ball wirklich, das Leben wirklich ins Ziel bekommen hat. Gestern hatten wir eine nette Debatte draußen und dann stand ein Fußballspiel 0-0. Dann fragt einer, für wen? Und so sind wir Christen manchmal auch unterwegs.
wir bekommen nichts rein und fragen noch, ich bin doch eigentlich der Sieger. Und ich sage dir, durch Jesus Christus bist du Sieger, aber er hat dir alle Möglichkeiten und jede Entscheidungsmöglichkeit gegeben für dein Leben, dass du dein Leben ins Ziel bringst. Und dann gehört dir der Siegespreis. Bleib nicht liegen am Boden, bleib nicht liegen, wenn du gefault wirst, sondern stehe auf und werde Licht. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.